herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, im dritten Konzert innerhalb der Reihe Best of Jahrgang 1. Und wir sind unglaublich glücklich, dass wir Sie, lieber Philipp Herrewege, liebes Collegium Vocale Gent, jetzt begrüßen dürfen. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich, dass Sie uns in den letzten 30, 40 Jahren Bach und seine Kantaten sehr, sehr viel näher gebracht haben. Schön, dass Sie da sind. Danke. Wir möchten in diesem Jahr ja nicht nur Bachs schönste Kantaten des ersten Jahrgangs aufführen, sondern auch von den großen Bach-Interpreten hören, was sie im Besonderen an diesen Stücken fasziniert. Und wir sind ja jetzt, wir haben in diesen vier Konzerten den Jahrgang gevierteilt, damit die Dirigenten sich nicht um die Stücke streiten. Wir sind jetzt praktisch im dritten Jahresviertel angekommen, also die Zeit nach Weihnachten. Und alle unsere Kantaten, die wir heute hören, stammen aus dem Januar 1724, in dem Bach 7 Kantaten komponiert hat. 4 hören wir heute. Lieber Maestro Herrewege, wie können Sie sich erklären, dass Johann Sebastian Bach in der Lage war, diese Stücke gewissermaßen im Wochentakt in so einer erlesenen Qualität zu komponieren? Haben Sie eine Ahnung, was da passiert ist? Ja, guten Abend. Das ist, ja, einige Kantaten kommen, die eine nach die andere. Ich glaube, dass die erste und die zweite Kantate, die bin ich deutlich genug, mein Deutsch ist schrecklich, aber ich versuche so deutlich wie möglich zu sprechen. Die erste Kantate kommt eine Woche nach die andere und das bedeutet, wie Sie wissen, für die Nichtkenner, dass Bach sozusagen einen Tag hatte, vermute ich, um solch eine Kantate zu schreiben und dann nächsten Tag kopieren und dann kaum ohne Probe aufzuführen. Natürlich, einige von diesen Kantaten, die wir heute Abend spielen, stammen, ist das Deutsch, von Köthen und Weimar, waren schon geschrieben und hatte ein bisschen arrangiert, Instrumentation. Aber ich glaube, dass früher könnte ich auch nicht verstehen, wie Bach seinen Chor, sagen wir, hier, was eine Ehre, hier zu stehen, kaum ohne Probe diese sehr schwere Musik manchmal spielen könnte. Aber ich muss sagen, nun spielen wir, Collegium Vocale, wir bestehen seit 50 Jahren, die Leute sind nicht 70, weil es erneuert sich immer, aber wir haben auch ein bisschen Erfahrung natürlich und ich darf sagen, dass wir auch könnten eine neue Kantate ausführen mit einer Viertelstunde Probe. Natürlich ist es so, wir, Collegium Vocale, auch spielen und singen. Natürlich Bach, das bleibt unser beliebter Komponist, aber wir spielen auch, nächste Woche Gesualdo, dann Schumann und Bruckner und so. Natürlich, Bach spielte hauptsächlich Musik aus seiner Zeit, aber das ist Routine auch. Auch zum Komponieren kann ich mir vorstellen, dass ein Genie, wie die Geschichte sehr wenig Genie gekannt hat, wahrscheinlich Mozart und Beethoven und einige andere, sind so begabt, dass sie in einem Augenblick eine ganze, sozusagen, Öffnungschor sehen. Ich kann mich das vorstellen. Ich kann das nicht, weil ich bin nichts. Wir sind so groß und Bach ist so groß. Ich kann mir das vorstellen. Und dabei kommt natürlich, dass ich davon überzeugt bin, dass Bach sehr inspiriert war mit den Texten, die er bekommt. Für uns und für mich ist das manchmal ein bisschen schwer. Erstens, weil es ist besser, wenn man gläubig ist. Ich darf das hier nicht echt sagen, aber ich sage doch, ich weiß nicht, ob ich sehr gläubig bin in diesem Sinne. Ich glaube in die Musik von Bach und wenn ich diese Musik dirigiere, versuche ich gläubig zu sein. Und ich bin sehr gefühlig für die Poesie von der Bibel, ein bisschen weniger gefühlig für einige Rezitativtexte, die manchmal auch für uns Nicht-Deutsche schwer zu verstehen sein. Zum Beispiel, wenn in die zweite Kantate, die wir spielen, glaube ich,
wo man sagt, ein Mensch hat in seinem Leben viele Schwierigkeiten, schwere Schwierigkeiten, und das rührt uns natürlich, aber trotzdem muss er widerstehen, ja. So, und ein bisschen wie eine Welle von Wasser sein, nein, eine Mauer, Entschuldigung, eine Mauer von Wasser sein, dann ist das nicht so einfach, wenn man nicht eine Bibel-Expert ist, um zu verstehen, was das bedeutet. Man denkt nun, glaube ich, dass das referiert, ist das Deutsch? Ja. An Alttestament, wenn Moses die Tote See öffnet, ja, und das Meer links, öffnet. Ja, und links und rechts gibt es eine Mauer von Wasser. So ist es voll, diese Kantaten, mit Sachen, die man nur echt begreifen kann, wenn man die Bibel, den Bibel, die Bibel sehr, die, pardon, wenn man die, ist das fraulich, wenn man die Bibel sehr gut kennt, ich, ja. Aber natürlich, es gibt noch einen Aspekt, ewig, in diese sehr oft fröhliche Musik ist die Überzeugungskraft auch rein, die musikalische, klangliche Schönheit. Und das sind eben kindergefühlig vor. Zum Beispiel auf die letzte Kantate, die wir spielen, ist Kantate 190, Singet dem Herrn. Und das ist natürlich sehr fröhlich, Neujahr und so weiter. Aber das ist eine reine Herrlichkeit von Klang. Und ich muss sagen, wir haben ein bisschen gestritten, weil wir spielen dieses Konzert jeden Abend in andere Konzerthallen oder Kirchen. Und es ist natürlich eine Ehre, hier zu spielen, aber nicht so einfach, es ist ziemlich groß. Und wir haben entschieden, ein bisschen, Sie werden das sehen, dass wir Chor steht hier eigentlich und die Solisten stehen, wo ich stehe. Und das kann nicht in allen Konzertsaalen so sein, aber wenn wir das machen, muss ich sagen, ist die klangliche Reichtum unglaublich schön, wo ich stehe. Ich hoffe dort auch, aber meine Freunde Musiker haben auch gesagt, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bach, es ist eigentlich die schönste Akustik, die ich kenne für Bach-Kantaten. Also wir sind ganz glücklich über diese Entscheidung, weil, das wissen sicherlich viele von Ihnen, dass man den Chor hinter das Orchester verbannt hat. Das ist ja eigentlich etwas, was im 19. Jahrhundert passiert. Ja. Die Thomaner Bachs, das waren ja wahrscheinlich 12, 16, die standen hier vorne. Und insofern, ja, machen wir heute Aufführungspraxis in Bachs Kirche wie bei Bach. Nur, ja, dass die jungen Leute etwas wir leichten haben, grauen Haaransatz haben. Ehrlich gesagt, wir haben heute 7 Stunden gereist mit Zug. Dann hatten wir 1 Stunde, um das auszuprobieren. Ich habe hier die Ehre gehabt, einige Jahre zurück Matthäus Passion zu machen. Das war wieder anders natürlich mit die 2 Chöre. Aber ich denke, dass das die beste Lösung ist. Chor steht ziemlich hier. Die Bläser stehen hinten und die Streicher, ja, wo sie sitzen. Und das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, eine von den enormen Qualitäten von Bach war natürlich, dass er sehr, ist das Deutsch, pragmatisch war. Ja. Er sagte, so muss es sein. Er sah das. Ich hoffe, ich denke, dass das die beste Möglichkeit ist für uns heute. Ich habe noch eine vorletzte Frage. Es sind ja unglaublich reiche Kantaten, die wir heute hören. Gibt es einen Moment, auf den Sie sich am meisten freuen? Eine ganz besondere Stelle vielleicht, wo Sie jedes Mal Tränen vielleicht bekommen oder ein kleines Lächeln im Gesicht? Ja, es gibt zwei Stellen. Ja. Nochmals diese Kantate 190, weil es so eine reine Freude vom Klang ist, das ein, aber es ist nicht sehr tief, es ist ein Musikfest. Ja. Aber für mich ist es das Schönste, aber das ist ganz subjektiv, Kantate 73, glaube ich. Herr, wie du willst, altdeutsch, so schickst mit mir, weil, warum ist es das ganz genial, Nummer 1 und auch die Bass-Aria Nummer 5
mit demselben Text. Aber vielleicht ist das auch, ist das Deutsch Jugendsentiment. Ja, kann man sagen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe diese Kantate in meiner Jugend aufgenommen in der Haarlemse Kerk in Holland. Unter der, ja, ich dirigierte, aber eigentlich war der Leiter Gustav Leonhardt und er spielte rückpositiv. Und das ist so tiefe Musik, weil eine Abbildung von die, das Leiden von der Mensch in das Singen, vom, das Glauben von dem Mensch in den Choral und in die Fatalität ja. Von das Schicksal. Und das ist so immer, Sie werden das hören, das ist gespielt in Weimar, was es gespielt mit Horn und hier in Leipzig mit Orgel. Wir spielen es hier mit Horn, aber das Thema ist jam, pam, 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 wie eine Fatalität. Ich habe mir gedacht, es ist unglaublich, dass es so nah steht von Beethoven. Ta, 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 ta. Das ist die Fatalität und das Leiden, das ist unglaublich schön, aber alles ist schön. Meine geliebte Kantate, in alle Kantate ist Kantate 8. Ja. Herr, liebe Gott, wann muss ich sterben? Liebster Gott, wann werde ich sterben? Liebe, ja. Und auch 73 ist solch eine. Dann in diese Kantaten gibt es eine Kantate, ich glaube 81, das wir auch spielen heute Abend, wo Jesus schlaft und die Aposteln sind natürlich. Aber das ist dann auch eine Beschreibung von einem Sturm. Das, an solche Musik bin ich selber, es ist sehr, es könnte auch Händel sein. Und das ist nicht mein präferierter Komponist, aber das ist wieder, das ist so ein bisschen überflächig, finde ich. Ja. Aber dann sehr effizient. Bach ist immer effizient. Danke. Vielen Dank. Ich würde gerne, wenn Sie gestatten, meinen Lieblingsmoment in den vier Kantaten vielleicht noch mal kurz schildern, auf den ich mich am meisten freue, der wird schon relativ zeitig kommen, in der ersten Kantate, die Epiphanias-Kantate, Sie werden aus Saba alle kommen, da ist ja die letzte Arie, diese Tenorarie, nimm mich dir zu eigen hin, also die Antwort in dieser Kantate auf die Frage, was wir dem Jesuskind schenken können, was die Weisen dem Jesuskind gebracht haben, das wissen wir ja, aber was wir dem Jesuskind schenken können, heißt ja, wir sollen ihm unser Herz schenken. Ja? Und in diesem zweiten Teil, wo es darum geht, eben um dieses, ihm das Herz schenken, alles, was ich tue und bin, soll allein nur dir, soll nur dir allein, dir mein Heiland allein zu Dienste sein. Und in dem Augenblick, wenn der Text das zweite Mal gesungen wird, muss der Tenor plötzlich unglaubliche Girlanden singen. Die schönste Komponierkunst. Und ich habe so den Eindruck, das ist der Moment, wo Bach gesagt hat, jetzt mache ich mein ganz persönliches Geschenk. Alles, was ich tue und bin und was ich komponiere, soll dir allein eben gewidmet sein. Vielleicht ist das so ein ganz persönliches Soli Deo Gloria. Sehr schön gedacht. So. Danke. Vielen Dank und vielen Dank, Maestro Herr Rede.
Auf der Erde, denn hab ich dir
größten Reichtums Überfluss, er, der mal einst im Himmel werden. Thank you.
Den Geist der Freude.
doch den Geist der Freude, den Geist der Freude in dem Herzen ein. Unser Wille bleibt verkehrt, bald trotzig, bald verzagt. Des Sterbens will er nie gedenken, allein ein Christ in Gottes Geist gelehrt, lernt sich in Gottes Willen senken und sagt: Herr, so du willst. Herr, so du willst. Herr, so du willst. Herr, so Schmerzen, die Seufzer aus dem Herzen, wenn mein Gebet nur vor dir geht. So
Ach, Lord.
Thank you.
ein Ziel gesetzt, damit mein auserwähltes Kind, mein auserwähltes Kind, mein auserwähltes Kind, mein Unfall je verletzt, mein Unfall je verletzt, mich verletzt. Ihr seid ein Ziel gesetzt, damit mein auserwähltes Kind, mein auserwähltes Kind, mein auserwähltes Kind, ein Unfall je verletzt, ein Unfall je verletzt, je verletzt, kein Unfall je verletzt. Schweig, schweig, aufgetürmtes Wild. Schweig, schweig, aufgetürmtes Wild. Aufgetürmtes Wild, schweig, schweig. Aufgetürmt es mir, schweig, schweig. Zerstumme, zerstumme, Sturm und Wind. Sturm und Wind, Sturm und Wind, zerstumme, verstumme, Sturm und Wind. Schweig, schweig, aufgetürmt es mir. Schweig, schweig, aufgetürmtes Wild. Aufgetürmtes Wild, schweig, schweig. Aufgetürmtes Wild, schweig, schweig. Verstumme, Sturm und Wind, Sturm und Wind, Sturm und Wind. Verstumme, Sturm und Wind, Sturm und Wind. Thank you.
und neuen Segen schenkest und noch in Gnaden an uns denkest. Herr Gott, deine Gütigkeit in der vergangenen Zeit das ganze Land und unsere werte Stadt vor Teuerung, Pestilenz und Krieg behütet hat. Herr Gott, dich loben wir, denn deine Worte treu hat noch kein Ende. Bestes Teil, mich als ein Schäflein seiner Weide auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse und nimmermehr aus seinen Armen lasse. Sein guter Geist, dir mir den Weg zum Leben
Unseren Grenzen.